Wir blicken zurück auf das Kübeljahr 2022, haben was lief gut, haben was lief weniger gut. Viel Spaß. Moin Moin und herzlich willkommen zurück beim Kübelgärtner. Ja, wir blicken zurück auf das Kübeljahr 2022. Fangen wir erstmal mit den groben an. Und dieses Jahr haben wir insgesamt 36 Kübel in Benutzung gehabt, ca. 40 Säcke Blumenerde. Fangen wir an mit den Tomaten. Wir hatten ja 20 Tomatenpflanzen insgesamt gehabt. Im Gesamtpaket kann man sagen, es war ein sehr gutes Tomatenjahr. Im Detail gesehen, die Tomate, die mir am besten gefallen hatte, war das sibirische Birnchen, die Slatava und die Endingo Peardrop Pink haben mich dieses Jahr sehr, sehr überzeugt. Ja, die anderen waren natürlich auch gut, aber es gab auch einige, die mich etwas enttäuscht haben. Dazu gehört zum Beispiel die Grinch. Erstmal, grüne Tomate ist ja was Besonderes, aber man konnte nicht unterscheiden, ist die jetzt reif oder muss die noch ein bisschen. Dazu benötigte man den Drucktest von der Pink Fury Boar, war ich auch etwas enttäuscht. Da hatten wir nicht allzu viele Früchte drin. Ja, zwei Kuckucks hatten wir auch gehabt. Wie ihr euch erinnern könnt, sollten es eigentlich die Chocolate Pear werden und die Berry Crazy Cherry. Was draus geworden ist, weiß ich leider nicht. Wie gesagt, sogenannte Kuckucks haben zwar auch geschmeckt, vielleicht haben sie sich verkreuzt, vielleicht hatte ich auch das falsche Saatgut bekommen gehabt. Kann durchaus passieren, ist nicht schlimm. Kommen wir weiter zu den Gurken. Wir hatten gehabt die Salamander, Eil des Drachen, Putis Blonde und die Zwing. Im Gesamtpaket gesehen waren alle vier, die überzeugt haben, vom Volumen her oder Ertrag besser gesagt, war ich von der Eil des Drachen sehr überzeugt, beziehungsweise von der Zwing. Geschmacklich gesehen, wie gesagt, waren alle vier sehr in Ordnung. Bei den Erdbeeren hat mich die Erdbeerprinzessin überzeugt. Allein schon, was sie abgeworfen hat an Früchten, beziehungsweise was sie an Lenker gemacht hat. Ein bisschen enttäuscht war ich von der Esanta oder der Hanayoi. Aber wie ich in den Videos schon gesagt hatte, kommt immer darauf an, umso mehr Erde und Platz die Erdbeere zur Verfügung hat, umso mehr Ertrag habt ihr. Aber im Gesamtpaket bin ich zufrieden mit dem, was ich ernten konnte. Zum Schluss kommen wir zur Paprika und Chili. Fangen wir mit der Paprika an. Die Mini-Chocolate Bell hat mich insofern überzeugt, hat zwar eine kleine Form, aber vom Geschmack sau lecker, wenn die gekocht ist. Die fällt nicht gleich in dich zusammen, behält ihren Geschmack. Die Elefantenohr von der Größe, Geschmack hat natürlich auch überzeugt. Allerdings beim Kochen fällt die teilweise in dich etwas zusammen. Die Blot hat mich leider nicht überzeugen können. Vom Aussehen her, ja, okay, aber gekocht, vom Geschmack her, beziehungsweise von der Struktur her, leider nicht. Da würde ich lieber empfehlen, die Blot als Salatzugabe, Beigabe zu nutzen. Zum Schluss kommen wir zu den Chilis. Bei den Chilis haben mich eigentlich alle überzeugt. Sowohl vom Aussehen als auch vom Geschmack. Am meisten überrascht war ich aber von der Peter Pepper. Schon allein von der Form her. Und von der Sugar Rush Peach. Die Sugar Rush Peach hat
wie ihr wisst, Schärfegrad 5, zwischen 5 und 6. Bei der Sugar Rush Peach fand ich dieses leicht angehauchte Pfirsich, ja, den leicht angehauchten Pfirsichgeschmack. Schärfe, ja, kann man drüber streiten, war eigentlich noch angenehm. Denn die Tropfen-Chili mit Schärfegrad 0, ja, und so ein kleiner, ja, was man so nebenbei mal essen kann. Die Monkey Fish, ja, okay. Würde ich sagen, ja, reiht sich so hinter der Sugar Rush Peach ein. Von der Schärfe her war es etwas schärfer, also für mein Empfinden. Die Seestern-Chili haben wir leider nur eine ernten können, der Rest ist leider nichts geworden. Ja, aber im Gesamtpaket war es ein sehr gutes Kübeljahr gewesen. Also ich bin zufrieden, weil erstmal die ganze Wärme, ich hatte eigentlich mit gerechnet, dass viel mehr eingeht oder nichts wird. Aber wie gesagt, im Gesamtpaket gesehen, es war ein sehr gutes Kübeljahr und ich freue mich schon auf 23. Es juckt schon ein bisschen in der Finger, geht ja auch bald wieder los. Ja, jetzt habe ich so viel erzählt, dass ich die Pumpkin Chili ganz vergessen hatte. Die Pumpkin Chili hat überzeugt vom Ertrag, vom Geschmack her, ja okay, Schärfegrad 5, eher mild. Aber wie gesagt, das Empfinden jedes Einzelnen ist anders. Der eine sagt, Schärfegrad 2 ist mir schon zu scharf. Der andere sagt, naja, kann ruhig Schärfegrad 8 oder 9 sein. Muss jeder für sich selber ausprobieren. Mich würde an dieser Stelle mal interessieren, wie euer Kübel- oder Gartenjahr verlaufen ist. Schreibt gerne unten in den Kommentaren. Ja, wir sind damit am Ende des Videos angelangt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Der Kübel gerne.